Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy 2. Im letzten Part haben wir den guten alten Roboter aus dem ersten Part, aus dem ersten Teil des Spiels, der Spielereihe wieder getroffen, der uns dazu verdonnert hat, Kisten zu zerstören mit unserer Feuerblume, um aufzuräumen. Außerdem haben wir hier uns so einen schönen geilen Wirbelbohrer gegönnt. Sehr neues, geiles Item, wie ich finde. Und jetzt machen wir weiter mit dem normalen Stern in der Schwerkraft-Chaos-Galaxie. Da fehlt uns noch einer und die Kometenmünze fehlt uns auch noch. Deswegen kümmern wir uns da jetzt drum. Auf geht's. So, Einspann hier. Vorspann kennen wir schon. Also, let's go. Let's go, der Hase. Erstmal ein paar Sternteile abgreifen. Natürlich. Kennt ihn. Machen wir jetzt einen geskillten Jump. Ah, nee, okay, nicht ganz so geskillt. Oh, Kamera. Kamera sackt ein bisschen, aber egal. Warum geht die Kamera so ekelhaft mit? Hilfe. So, hier waren wir beim letzten Mal stehen geblieben. Ey, der hat mich doch gar nicht getroffen. Einmal umschalten, bitte. Vielen lieben Dank. Da gönnen wir uns natürlich auch direkt alle Coins. Einmal hier hoch, bitte. Oh, ein dorniger Schlüsselhüter, okay. Komm her. Komm her, Bro! Oh, okay, der war ist etwas länger gewesen als erwartet. That's what she said. Aber alles gut. Denn Mario kann das, was er ja kann, am besten. Nämlich schön auf Gegner drauf jumpen. Nur die Kometenmünze, da müssen wir gleich mal gucken, wo die ist. So, einmal von Rot nach Blau, bitte. Oh Gott. Oh, das war dumm. Das war. Oh, nee, das war genauso gewollt. Denn jetzt kommen wir hier ins Bonus-Game gehen. Ah, scheiße. Ich wollte eine richtig geile Wombo-Kombo raushauen. Das hat nicht so geklappt, wie es sollte. Er hat zumindest noch die Dingens gekriegt. Das wird die One-Ups alle gekriegt. Ja, das ist wichtig. Einmal hier rüber. Hallo, mein Freund. Einmal Schalter umlegen. Einmal Sternteile mitnehmen. Ich glaube gar nicht, wie viele Sternteile wir am Ende brauchen werden. Deswegen ist es wirklich wichtig, jedes einzelne Ding mitzunehmen. Die brauchen wir im Überfluss später. So, aber irgendwann müsste doch auch mal die Kometenmünze jetzt kommen, oder? Kettenhunden ausweichen. Nein, 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 nein. Ah. Es ist die Schuld der Steuerung, wirklich. Ich bin nicht schlecht. Ah, ist die Kometenmünze. Mario? Mario! Oh, scheiße! Oh. Oh, Alter. Also das war alles andere als sicher, was ich hier gemacht habe. Drücke A, wenn du eine Wand hinabbrushst für einen Wandsprung. Mit dieser Technik kommst du hoch hinaus. Das sagst du mir jetzt. So, gönnen wir uns hier den Shit. Alle Sternenteile. Die brauchen wir. Alle Sternenteile. So, aus sicherer Entfernung die Kisten zerstören. Und jetzt ab dafür. Mal die Kisten. Komm. Hallo. Und die auch nochmal. Let's go. Ups. Oh Gott, jetzt haben wir hier top down. Großer Ziel. Ah.
Okay, die Steine kann man nicht umdrehen mit Feuer Mario. Schade. So, Feuerkraft ist erloschen, aber wir machen weiter. Oh, ich höre den Stern. Ich höre den Stern. Oh, das Ab will ich aber noch haben vorher. Das Ab will ich haben. Kostet es, was ich wolle. Nein! Gönn, gönn, Bruder, gönn, gönn. Ah. Schocker, schocker. Ah. Ah, hey, ja. Geil. Ein weiterer Stern auf unserem Konto. Geil. Sieht das Spiel nicht toll aus? Mit diesem HD-Texture-Pack. Einfach nur geil. So, weiter geht's. Da habe ich doch noch eine schöne Galaxie gesehen, da oben. Ja. Was haben wir denn hier? Die Wattewolken-Galaxie. Auch mit einem Stern. Die Galaxien haben halt so gut wie immer einen Secret-Stern, ne? Den müssen wir nur finden. Wo steckt der Kapitän des Suchtrupps? Wo ist der nur? Da ist er. Der gute Captain Toad. Was macht er da? Da sind wir. Geil. Erstmal direkt hier überall umgucken. So, hier hinter ist nichts weiter. Was hast du mir zu erzählen? Unsere Mission war es, einen Powerstern zu bergen. Aber dabei ist leider Captain Toad abhanden gekommen irgendwie. Ihr seid doch echt schlecht. Wie könnt ihr euren Captain verlieren, Mann? Wenn es nicht möglich ist, die Blickrichtung mit dem Steuerkreuz einzustellen, hörst du ein Geräusch. Docker C, ja, das weiß ich doch. Hallo, wie geht's dir denn? Oh. Nicht so freundlich gesonnen, der Kerl. Da ist eine Röhre hinter dem Baum. Sofort gesehen. Was haben wir hier? Ah, Minigame. Nett. Okay, alle Coins einsammeln. Alter. Okay, da muss man auf jeden Fall ordentlich schnell für sein. Scheiße. Das wird nichts, Freunde. Nein, eine Coin verpasst. Aber kein Problem. Ja, ich meine 49. Das ist easy. Oh je, ich muss niesen, Freunde. Achtung, Achtung. Let's go. So, was haben wir denn hier eigentlich? Wacker betreten. Du musst zum Wolken, Mario. Schüttle die Wii-Fernbedienung, um bis zu 3 Wolkenplattformen zu erzeugen. Drehen, drehen, drehen. Du. Für Wolke, Wolke, Wolke. Alles klar. Mach ich doch direkt mal. Ja, ihr seht schon. Ein neues Item ist am Start. Die Wolkenblume. Oh nein, ja, mit der man nicht ins Wasser darf. Man kann 3 Wolken erzeugen, neu in Mario Galaxy 2. Finde ich ein sehr geiles Item, wenn ich das mal so sagen darf. So, wir gönnen uns noch ein paar Coins, denn ich erinnere mich daran, dass in dieser Galaxie, bestimmt schon da, wo der Toad war, gerade auf dem Baum. Gehen wir da mal hin. Hier geht's doch zu einem Münzluma, ne? Münz-Gourmet-Luma. Ja! Und hier gibt es auch nochmal Coins. Hoffentlich haben wir genug für ihn. Ja, 114, das dürfte doch reichen, oder? Wie viel willst du? 100, jawoll. Gönn. Was macht der? Was macht er für uns frei? Was für ein Planet wird es sein? Okay. Das sieht nach Dingens aus hier. Das sieht aus wie der Planet aus Galaxy 1. Wo man mit Sprung Mario, hier Feder Mario, musste.
Aber diesmal mit Wolken Mario. Hab ich nichts gegen. Machen wir. Na, nimm die Blume. So, das Ab kann uns mal. Ne, weißt du was? Hilfe. Wir machen das hier ganz easy. Oder auch nicht. Guck mal, gar kein Problem für uns. Wieder einen Geheimstern geschnappt. Ach, oh ja, 100 Sternteile wieder zusammenbekommen. Es läuft. Und wir kommen sogar noch weiter. Geil. Aber natürlich, natürlich machen wir noch den normalen Stern hier. Denn wir müssen den guten Captain Toad ja noch befreien. Auf geht's. Ja, ich komme zur Rettung. Keine Sorge. Ich werde dich befreien. So, jetzt machen wir das Ganze mal etwas schneller. Aber die da nehme ich trotzdem mit. So, den ganzen... Die ganzen Coins brauchen wir jetzt nicht mitnehmen. Nehmen es trotzdem mit, aber egal. Aber die ganzen Coins brauchen wir jetzt eigentlich nicht mitnehmen. Weil die sowieso nur hier in dieser Galaxie dann zu gebrauchen sind. Außerhalb der Galaxien brauchen wir eigentlich nur die Sternteile. Drei Wolken nacheinander. Das ist wieder so ein komisches Schild, aber das brauche ich nicht. Da unten war ein Toad, der wollte, dass ich zu ihm komme. Mach ich gleich. Ach, jetzt will ich eigentlich gucken, was an dem Fragezeichenblock ist, aber scheiß drauf, komm. Ah, was hat der Schildhilf hier noch zu sagen? Achso, nochmal Wandsprung. Weiß ich Bescheid. Was ist noch da oben? Ah, scheiße. Ich wollte noch gucken, was da ganz oben ist, aber egal. Oh, ganz viele Sternteile. Nein! Schatten-Marios im Anmarsch. Schalte genügend Abstand und bleib ruhig, sobald sie dich nachahmen. Okay. Oh Gott. Okay, wenigstens haben wir die Kometenmünze uns gegönnt. Das ist schon mal gut. Schnell die Sternsplitter sammeln. Wo ist der letzte? Da. Alles easy. Alles easy. Wir gönnen uns nochmal eben hier die Sternteilchen. Und weiter geht's. Da, die... Oh, wie schön. Oh, Sternteile fallen im Wasserfall runter. Voll cute. Sehr cute. Wie der Fragezeichenblock Vogelgeräusche macht. Scheiße. Oh no, 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 no. Okay, alles gut. Hallo, was hast du mir zu sagen? Tipp, nützlich. B drücken. Sternteile schießen, Sternteile schießen. Sternteile auf Gegner, Gegner K.O. Gegner rammen, fliegen weg, hoher Bogen. Ja, ja, aber ich will meine Sternteile ja nicht verschwenden. Deswegen benutze ich dann doch lieber den guten alten Sprung. Denn in diesem Spiel lernt man auf jeden Fall mit Sternteilen sparsam umzugehen. Zumindest, wenn man es einmal durchgespielt hat. So, wir gönnen uns mal eben eine neue Blume. Dann geht's hier hoch. Da ist auch schon der Captain. Was geht? So ein Affe mit Sonnenbrille hat mich zu einem Rennen herausgefordert und dann hilf mir, rette meine Ehre. Ein Captain sollte wirklich besser in Form sein. Das ist nichts. Du machst nichts anderes den ganzen Tag, außer laufen. Du kannst nicht mal springen. Und trotzdem schaffst du es nicht, gegen den Affen mit Sonnenbrille zu gewinnen. Ich bin echt enttäuscht. Na, da steht er auch schon. Da oben chillt er. Dann rette ich dir mal deine Ehre, Captain Toad. Kein Problem. Na. Na, komm her.
Oha, ich habe diesen verrückten Pilzkopf erwartet, nicht dich? Na, wie dem auch sei, du scheinst mein würdiger Rivale im Gipfelstürmen zu sein. Nimm dieses Wanderabzeichen als Preis dafür. Ich habe das Gefühl, dass wir uns schon bald wiedersehen werden. Also, bis dann, du tüchtiger Bergsteiger. Okay. Dann bedanke ich mich mal für den kostenlosen Stern. Bist ja gar nicht so ein Arschloch, wie ich gedacht habe. Bis zum nächsten Mal. Ja, das nächste Mal, das kommt früher, als ihr erwarten werdet. Aber für jetzt gönnen wir uns den Stern. Oh, wir landen wieder im Maschinenraum. Wahrscheinlich wegen der Wolkenblume. Kometenmünze wird gegönnt. Sternteile werden gegönnt. Münzen werden gegönnt. Wie sehr hattest du eine Art flauschiges Mitbringsel dabei? Eine Wolkenblume, alles klar. Du trägst da einige ziemlich seltsame Dinge zusammen. Kannst du wohl laut sagen. Aber ja, moi. Ich meine, besser haben als nicht haben, ne? Das ist doch immer die Devise. So, und die nächste Devise ist, wir können weiter in die nächste Galaxie. Ja, ja, hier sind wir fertig. Die Macht der Sterne wird wieder vereint. Und wir können jetzt zu Bowser Juniors Burg. Bowser Juniors Flammenflotte. Ja, let's go. Colla Carambolos Bauchringkur. Alles klar. Colla Carambolos. Alter, was für ein Name. Da ist die Kometenmünze. Ja, hier dürfte es dann auch einen großen Stern geben. Oh, der erste große Stern, der uns gegönnt wird. Geil. Na, dann auf geht's. Was hat Bowser Jr. für uns vorbereitet? Ich bin sehr gespannt. Ein paar Thwomps, nicht Wumms. Oh, so ein Dude, auf den man nicht draufspringen kann. Okay. Ciao. Also, ein paar Thwomps, ein paar Feuer-Dinger. Aber mehr. Doch, ein Kamek habe ich gesehen am Anfang. Ah ja, da ist er auch schon. Aber der Typ ist natürlich kein Problem für uns. Wir öffnen mal eben das Tor. Oh, Knochentrocken hat Bowser Jr. hier auch. Okay. Moin, Leute. Schau da mal wieder ab. Oh, oh, die sind feuerresistent. Hier haben wir noch so einen komischen Schildtypen. Keine Ahnung, was der uns beibringen will, aber ich weiß es schon. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ah, Kamek. Oh, Kamek zaubert uns hier Bumbas her. Okay. Lass mal sterben hier, Kamek. Da ist ein Maxi-Pilz. Den gönnen wir uns natürlich gerne. Und dann geht's auch schon zum Boss. Da ist er auch schon wieder. Bowser Jr., du Arschloch! Bist du also wirklich so weit gekommen? Ich brauche Papas Hilfe nicht, um mit dir fertig zu werden. Colla Carambolos, dein Abendessen ist fertig, aber denk dran, auf deine Bauchringe aufzupassen. Okay. Und wo ist dieser Colla Carambolos? Oh. Da. Und er ist wütend. Oh mein Gott! Dann zerstören wir ihm mal seine Bauchringe. Wie Bowser Jr. uns ja schon netterweise verraten hat. Ach, scheiße. Na, nee, das funktioniert nicht. Wir müssen warten, bis er angreift. Da kommt er. Aufgepasst. Er taucht ab. Und jetzt werden seine Bauchringe dran glauben. Oh, ich will die Sternteile alle. Ich brauche sie. Ja, für die, die ihn nicht aus Galaxy kennen,
die dürften ihn zumindest aus Mario Kart 8 und Deluxe kennen oder Mario Kart 8 DLC. Denn da ist er der Drache, der großen Drachenmauer, auf dem man rumfährt. Nein, er hat mich erwischt. So ein Schmutz. Und da hat er mich nochmal erwischt, das Schwein. Ein Ring bleibt noch übrig. Hack off, ey. Ich will es aber auch zu schnell machen, ne? Ich will es zu schnell machen, aber ich... Ja, aber ich krieg ihn. Skill zahlt sich aus, Freunde. Down! Und da ist er. Unser erster großer Stern. Nummer 1. Okay, der glänzt richtig schön. Ein Weltentor wurde geöffnet. Okay. Was hat das zu bedeuten, Lubba? Du hast es geschafft. Du hast einen großen Stern zurückgebracht. Großartig. Die Kraft des großen Sterns erlaubt es uns, die nächste Welt anzusteuern. Auf der Suche nach der dir kostbaren Person sind wir damit einen großen Schritt vorangekommen. Weiter geht's. Auf durch Raum und Zeit in eine noch unbekannte Welt. Übernimm du das Ruder, Steuermann. Dann machen wir das doch. Auf geht's. Up, up and away! Wow, sieh dir das mal an, eine komplett neue Welt. Hier gibt es vermutlich eine Menge weiterer Powersterne. Volle Kraft voraus, du bestimmst den Kurs. Jawohl. Spiel wurde gespeichert, das ist doch schön. Und jetzt machen wir hier weiter in Welt 2 in der Puzzleplankengalaxie. Kann direkt weitergehen. Der erste Boss ist tot, aber es warten natürlich noch viele mehr. Und viele Powersterne müssen noch zurückgebracht werden. So wie der hier, das Geheimnis des Bilderrätsels. Die Puzzleplankengalaxie ist super. Die hat einen super Soundtrack. Und hier gibt es auch einen Münzloomer, wenn ich mich recht entsinne. Deswegen schön Münzen sammeln. So, wo gibt es Münzen? Ein Nieden. Hier gibt es nur wieder so einen Schildtypen. Hier gibt es noch was. Nee, auch nur Sternteile. Ihr Wiggler, ihr habt doch bestimmt Münzen für mich. Nein, tatsächlich nicht. Okay, nur Sternteile. Nur Sternteile, okay. Du hast auch nur Sternteile. Gibt's doch nicht. Okay, gibt's Musiknoten? Wer hat's erkannt? Mario World. Ah, hier gibt's Münzen. Na, endlich. Da gibt es auch... Ach, okay, ich wollte schon sagen, wo geht's denn eigentlich weiter? Aber das hat sich jetzt erübrigt. So, hier auch ganz wichtig, alle Münzen einsammeln, denn... Ja, da ist er schon, der gute Alte. Auch schön. Oh ja, genau. Hier schön alle Coins einsammeln. Also wir werden hier alle Coins brauchen bei dem Kerl.
Deswegen gucken wir mal, ob hier im Gras noch was ist. Ja. Ja. Und hier ist aber schon auch noch was. Hier ist auch noch was zum Stampfen, aber nur Sternteil, okay. Dann stampf ich mal die hier rein und guck mal, ob es dafür Münzen gibt. Nein, nein und nein. Okay, was haben wir hier? Ah. Aha. Aha, okay. Jetzt müssen wir uns aber auch wirklich gut anstellen. Das sieht gut aus, Freunde. Das sieht sehr gut aus. Jawohl. Okay, jetzt dürfen wir mehr als genug Münzen haben. Gucken wir mal, was er sagt. Hallo, mein Freund. So, komm. Ja, 70 Münzen. Let's go. Das war echt knapp bemessen, muss ich sagen. Also wir haben 72 gefunden, das ist schon heftig. Dann muss es jetzt aber was Besonderes geben. Sonst bin ich enttäuscht. Oh. Okay. Okay, ja, jeder, der Galaxy 1 gespielt hat, weiß sofort, er kennt diesen Planeten sofort. Das ist der Planet von diesem komischen Käfer, gegen den man kämpfen muss in Galaxy 1. Und er ist anscheinend zurückgekehrt. Ja, da ist er. Der Dad ist tot und jetzt hat auch die Mutter keine Gnade mehr mit uns. Und jetzt fängt sie wieder an zu fliegen. Ja, ich erinnere mich. Man erinnert sich, da werden Erinnerungen wach. Und diesmal hat man nichts als die Wolkenblume. Oh, da kommt er. Bam! Okay, jetzt ist er richtig mad. Kein Problem für uns. Oh, Sternteile. So, ich hole mir aber erst eine neue Wolkenblume. Nein, nicht jetzt. Dreh dich um, dreh dich um. Boah, Alter, der war... der hat richtig gesessen, der Letzte. Und wir haben unseren wohlverdienten Powerstern. Geil! Wieder einen erfolgreichen Job heute gemacht. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Super Mario Galaxy 2, wenn wir die Welt 2 weiter erkunden. Lasst doch gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und wir können weiterreisen. Sehr geil. Sonst noch was? Naja. Ah, während du unterwegs warst, habe ich die Galaxienkarte ein wenig geändert. Schau sie dir mal an. Hast du diesen Toad gesehen? Er brabbelt die ganze Zeit etwas von Post und Brief vor sich hin. Oh oh. Geh mal rüber zu ihm und sprich ihn an. Dann hört das Gemurmel endlich auf. Okay, dann machen wir das noch schnell. Schauen wir uns erst die neue Galaxienkarte an. Ah, nice. Dies ist die Weltenkarte. Dank der Kraft des großen Sterns reisen wir durch Raum und Zeit. Wir können eine weitere Welt bereisen, sobald du soweit bist, Steuermann. Okay, hier kann man die Welten wechseln. Das ist sehr schön. Aber ich würde gerne wieder zu Welt 2. Das hier sammeln wir noch schnell ein. Jetzt geht's hier zurück zum Schiff. So, was hat denn der Dude jetzt noch für uns? Mario, ich habe meine Bestimmung gefunden. Ich bin nur ein Brieftoad. Ich stelle Leuten Briefe zu. Ist das nicht klasse? Und stell dir vor, der erste Brief ist für dich. Lieber Mario, ich bin gerade sehr weit weg von dir, aber es geht mir gut. Ich hoffe, dass wir uns schon bald wiedersehen. PS, diesem Brief liegt etwas bei, das du hoffentlich gebrauchen kannst. Deine Peach. Diesem Brief lag ein One-Up-Pilz bei. Selbst in Gefangenschaft ist die Prinzessin noch wunderbar fürsorglich. Berührend. Also dann bis zum nächsten Mal. Okay, vielen Dank. So, Freunde, das war's jetzt aber wirklich. Also bis zum nächsten Mal. Ich bin der Nike. Bis dann und ciao, ciao.